Moin, moin, ihr Lachsnacken, was ist da los? Seid ihr alle noch so fit wie ich oder seid ihr alle so ein bisschen am Durchhängen? Ich weiß nicht, ich hänge gerade ein bisschen durch, aber das hat euch ja nicht zu interessieren. Apropos, ich hänge durch, Drachenjagd, ne? Ich bin nun bereit, den Drachen gegenüberzutreten. Das Auge Innos wird mir helfen, sie zu bezwingen. Ich darf nur nicht vergessen, es zu tragen, wenn ich in den Kampf gegen die Biester ziehe. Erst muss ich mit den Drachen gesprochen haben, bevor ich auch nur den Hauch einer Chance gegen sie habe. Das Dumme ist nur, dass das Auge bei jedem Gespräch mit einem von ihnen seine Kraft verliert. Ich benötige das Herz eines Drachen und eine leere Laborflasche, um das Extrakt des Drachenherzes mit dem geschwächten Stein des Amuletts an einem Alchemietisch zu vereinen, bevor ich mich dem nächsten Drachen stellen kann. Puh. Okay, Dragomirs Armbrust ist in den hohen nördlichen Bergen. Sag mal, ist das hier? Ehrlich jetzt, das muss doch hier sein. Ihr meint doch, irgend so ein Spoiler-Gnome hat mir gesagt, ja, Maddie, du musst mal gucken, das ist da oben. Da, wo die später das Ritual machen. Digga. Also, aber ich finde das hier nicht. Ich glaube, das habe ich noch nie gefunden. Bin einfach nur so wie angeschossen rumgelaufen und habe nichts gesehen. Ich muss mich aber auch jetzt nicht mehr so in Acht nehmen. Hier ist ja nichts, was mir irgendwie gefährlich sein könnte. Guck mal, hier ist ein Feldknöterich, den nehmen wir auch nochmal mit. Hallo Leute, ich hab... Warum kommen in letzter Zeit so wenig Videos? Ich hab sowas von wenig Bock, irgendwas für YouTube zu machen, wenn das hier einfach mal so warm ist jeden Tag. Das ist kacke. Und wenn ich Fenster auflasse beim Aufnehmen, dann ist mein Nachbar wieder böse und sagt, nee, ist doch viel zu laut, ey. Ich verstehe sowieso nicht, warum irgendjemand was gegen Lautstärke hat. Bei uns ist sowieso erstmal eine Straße vorne dran und da fährt alle 3 Sekunden ein Moped durch. Und so eine Zwiebacksäge, ihr wisst schon, sagt, ja, tut mir leid, wenn das jetzt ein Earrape war, aber so ungefähr ist das. Und da will man nochmal was dagegen sagen, wenn da irgendjemand spricht in seiner Wohnung. Also das glaube ich eher weniger, Tim. Wo ist denn die verkackte Armbrust jetzt? Ich sehe aus 30 Metern einen Feldknöderich, aber was ist mit Armbrust? Da ist er doch. Hab sie gefunden, bin den Guten, oh Baby. Ich bin so steil und ich bin so geil und ich hab die Armbrust gefunden. Oh Baby, Baby. So, Banditen in Jacks Leuchtturm haben wir auch gemacht, dieses Experiment. Bosspass Bogen? Bis zum Hafen gerannt wurde. Die schnaubende Kreatur. Haben wir gar nicht schon umgebracht? Aufs Maul. Ich muss mal mit Pepe noch reden. Fell eines schwarzen Trolls kann ich noch nicht machen. Na gut. Ja, macht das Sinn, wenn ich hier einfach mal nochmal durch die Pampa renne? Oder soll ich eher mich zum Söldnerlager teleportieren? Ich weiß es nicht. Warum hat Torloff eigentlich Angst vor dem schwarzen Mann? Er ist so ein Typ, der einem Stärke über 90 beibringen kann. Und deswegen hat er Arme wie so Oberschenkel. Aber er hat trotzdem ein bisschen Schiss. Warum auch immer. Schön Wasser aus dem Mestre-Becher trinken, das ist es. Ach ja, ich habe euch ja letztes Mal umgebracht, aber das habe ich nicht gespeichert. Aber jetzt gibt's keine halben Sachen mehr. Problematisch ist nur, dass ich hier so viel Schaden nehme. Ich muss jetzt warten, bis ich die bessere Drachenjägerrüstung auch benutzen kann. Und solange bin ich hier noch frischfleisch. Kann ich nicht hier lang und dann komme ich zu Dragomir irgendwann? Oder ging es hier auf direktem Wege zu diesem komischen Elite-Krieger-Ork, wo auch keine Sau weiß, warum der da ist? Einfach nur, damit der Spieler hier nicht langläuft. Verstehe auch nicht. Mach doch, nee. Hier ist einer, aber der haut dich auf die Fresse. Nein! Nein! Einfach nur nein. Das finde ich nicht cool, Leute. Ich möchte ja auch so ein bisschen das Spiel entdecken, irgendwelche Dinge erleben, den Türsteher mit dem Handkernenschlag begrüßen. Sowas eben. Leben. Ganz einfach nur leben. Und dann kriegt man auf die Fresse, weil man irgendwo mal was falsch gemacht hat. Das ist so. Braten wir mal den Wolf nieder. Guck mal, hier wird es nämlich schon mal wieder so ein bisschen diesig und das heißt, dass hier Zombies und doofe Menschen sind.
Und dieser Elite-Ork. Wir könnten ja theoretisch diese Wölfe hier angreifen, aber dann wird's wieder gefährlich. Das finde ich nicht cool, Leute. Uncool. Ja, ich weiß, dass sie noch Fälle dabei haben, aber ernsthaft. Sollen wir die wirklich noch mitnehmen? Hier noch Goblins. Skelett. Oh, das war mal ein Gegner hier. Wisst ihr noch, als wir auf einmal Adanos gefunden haben? Nicht Adanos, Saturas gefunden haben? Hm. Das war schon komisch, ne? Was ich aber auch nicht verstehe, ist, warum bei den Wassermagiern, das ist die einzige Magiergilde, die schwarze Leute aufgenommen hat. Warum? Haben die da in der Kolonie dann irgendwann voll den Rassismus da geschoben oder was ist da los? Anders kann ich mir das ja irgendwie nicht erklären. Ach du Scheiße, zwei Kultisten. Einer böser als der nächste. Da ist er. Nee, das spare ich mir erstmal und ich gehe erstmal in den Bauernhof und penne da eine Runde. Bevor ich dahin gehe und den da verprügel. Guck mal hier. Na, jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Hey, mein Lebensretter. Ja, jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Vor allem mit diesen beiden bekloppten Brüdern. Oh Mann, so schlimm war es doch nicht bei den Banditen. Die beiden bekloppten Brüder? Die sind wirklich doof. Hey, you. Hey, you. Na? Jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Hey, mein Lebensretter. Ja, jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Vor allem mit diesen beiden bekloppten Brüdern. Oh Mann, so schlimm war es doch nicht bei den Banditen. Na, redest du genau das gleiche wie dein Kumpel? Habt ihr die gleiche Textbox? Na, hab ich mitgekriegt, ne? Bin ein Schlauen. Ja, nee, komm, jetzt zieh mal ran und dann rein. Lilil. Hayabuzi. Fertig aus. Hallo, ich bin wieder da. Guten Morgen. Ah, ist das schön hier, wa? Findest du auch schön hier, Igel? Schön? Wach, mein Gott, Mistkerl. So, warum sind eigentlich alle anderen dann gleich schon wieder da und wollen Kloppe? Hier, Akil zum Beispiel, der hat gar nichts damit zu tun. Bin doch erstmal einer von den Söldnern. Der ist aber ein Hahn hier, ne? Hallo, erstmal Akil. Ja, der kann mir sowieso nichts hier. Ich will doch nur ein bisschen Erfahrung haben. Die gibt's ja sonst so wenig hier in diesem Spiel. Kati, Mirim und ihr alle. Guck mal einer an, wie stark ich mittlerweile bin. Ha! Das sind alles keine Gegner mehr. Was? Wieso springt? Wollt ihr wohl damit aufhören? Komm, du auch noch. Du stehst ja gerade wieder auf. Ich muss euch leider ein wenig abflohen, das tut mir leid. Oh Mann, mein Kopf. Warum stehen die alle so schnell wieder auf? Du bist ja immer noch da. Offensichtlich. Immer noch sauer? Ach was, Schwamm drüber. Sag mal, warst du in letzter Zeit mal auf Lobards Hof? Ja, kann sein. Warum? Nichts Wichtiges. Ich wollte nur mal wieder mit Vino über seine Brennerei sprechen. Was für eine Brennerei? Ach, das hätte ich jetzt besser nicht sagen sollen. Vino war immer sehr eigen mit seinem kleinen Geheimnis. Egal, jetzt ist es mir eh rausgerutscht. In dem Wald da hinten hat Vino eine geheime Schnapsbrennerei eingerichtet. Vor einiger Zeit bat er mich, ihm ein Schmiermittel für seine mechanische Gittertür zu besorgen. In der letzten Zeit hat es viel geregnet und da ist ihm das Ding zugerostet. Die Winde klemmt jetzt und man kommt nicht mehr hinein. So ein Schlamassel. Und? Hast du das Schmiermittel? Ja, klar. Das Beste, was es gibt. Mole Rat Fett. Ein Teufelszeug, sag ich dir. Es wird sogar zum Schmieren von Bordkanonen verwendet. Na dann, ne? Verkauf mir das Fett. Das wird aber nicht billig, Kollege. Es ist verdammt selten in diesem Teil des Landes. Na und? Wie viel? 100 Goldmünzen? Das ist doch wohl ein Schnäppchen. Abgemacht. Alles klar. Hier hast du es. Oh je. Vino wird mich umbringen. Ich weiß zwar nicht, wo das ist, aber das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal rausfinden. Das dauert nicht mehr lange und dann wissen wir...
Ja, weg mit der Magie. Guck mal, ich baller euch hier die komischen Suchenden weg hier. Ist der hier ein Unverwundbarer oder ist er einfach nur doof? Ja, der ist einfach nur doof, glaube ich. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir fürs nächste Level? Das gibt jetzt mittlerweile mehr, ne? Och Mann, mach doch nicht immer deinen komischen Text, Alter. Das geht mir mittlerweile richtig auf den Zeiger. Was soll das? Was ist das? Ein beklemmendes Gefühl gefällt dir. Ja, hier. Das ist mal ein beklemmendes Gefühl hier, von mir verhauen zu werden. Ja. Beklemmender geht schon fast gar nicht mehr. Ach ja. Und sonst? Alles fit? Ja, jetzt ist wieder so eine Szene, wo ich hier rumlaufen muss, ne? Aber ich muss unbedingt zu Dragomirs Armbrust und keiner von diesen Kapuzen-Ernis hat auch nur ansatzweise irgendwie so einen Trank des Sprintens fallen gelassen. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen sauer. Ein bisschen sauer. Bin ich genervt. Da ich mir heute aber eine Bacon-Käse-Pfanne gebraten habe, ist alles perfekt eigentlich. Besser geht es nicht. Oder nur kaum. So ein bisschen vielleicht. Ja. Ich laufe jetzt erstmal durch den Wald. Und da hinten sind ein paar Zelte. Hallo, ihr Zeltabbrecher hier. Ich bin der Mettbaron. Ah, Dragomir. Ich habe deine Armbrust gefunden. Wo bist du denn? Hier. Hier. Ich habe deine Armbrust 150? Gefunden. Das ist tatsächlich meine. Sag nicht, du bist oben bei dem Steinkreis gewesen. Und ob? Ganz schön leichtsinnig. Wie auch immer. Ich danke dir. Kein Thema. Ich werde dir diese Tat natürlich belohnen. Ich hoffe, das ist genug. Nein, das ist nicht genug. Da fehlt Geld. Und das hole ich mir jetzt. Komm her. Bäm. 400 Experience, sag mal. Ich merke schon, dass das Spiel langsam dem Ende hinzugeht. Ja, nachdem man hier dieses neue Inselsabschnittsareal-Dingsbums gemacht hat, dauert das nicht mehr so lange. Es ist ja wie bei Gothic 1, da hat ja der Wechsel zu einem von den Lagern hat irgendwie 30 bis 35 Parts gedauert und der Rest des kompletten anderen Spiels, was immerhin noch, wie viele Kapitel war das? Also 2, 3, 4, 5, also 4 Kapitel. Ja, das müsst ihr jetzt erstmal verstehen. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber lasst das einfach mal auf euch wirken. Gut, ich mach mal hier so. Geht schneller. Und dann renne ich jetzt mal richtig schnell zu diesem Hof da oben hin, wo die Banditen gehaust haben. Diese Bagalutenband da. Und dann hole ich mir... Oh Gott, da ist ja schon der erste von diesen ganzen Vermummten hier. Ich finde das sowieso immer scheiße, wenn die Leute ihr Gesicht nicht zeigen. Dann werde ich gleich schon von Anfang an ein bisschen sauer. Da habe ich auch keine gute Meinung von denen. Da versuche ich die in jedem Spiel immer umzubringen. So schnell es geht. Oder rechts, links sind Drachensnapper, da gehe ich am besten erstmal nicht hin. Aber wir müssen auch noch die schnaubende Bestie erledigen, ne? Obwohl ich gar nicht wirklich weiß, ob Garn überhaupt noch lebt. Das habe ich tatsächlich vergessen. Ich glaube, da gab es irgendwo so eine Schlüsselszene, wo er mal richtig schön kassiert hat. Und seither hat er nichts mehr zu lachen. Guck mal, da ist ja schon gleich der Nächste. Und da sind noch ein paar Banditen, die ich nicht ausgeräumt habe. Ja. Hi. Ich bin im Bösen, Bist du echt? Bist du hier der Böse? Bist. Ab ins Bett. Gute Nacht und bis zum nächsten Morgen. Da ist er auch ziemlich seelenruhig, ne? In so einem Gebiet, wo theoretisch noch ein paar von den Leuten hier rumeiern können. Da ist nichts zu holen. Wieso ist denn da nichts mehr zu holen? Oder soll mir der Weg von Leichen einfach nur zeigen, dass es hier irgendwie noch so ein paar Gegner gibt? Das wird es sein. Hallo? Nee. Vorsichtig gesagt, ich war hier schon mal. Aber habe ich hier bei dem letzten Durchspielen das rechts weggemacht? Oh, First Person geht nicht. Warte. Wow. Ist ja schon fast wie Skyrim hier. Guck mal, da ist noch einer. Hi. Moin, Tag, moin. Hey, quatsch mich bloß nicht voll. Ja, du hast einen schlechten Tag gehabt, das merke ich schon.
Muss jetzt erstmal deine ganzen Kumpels beklauen. Und dann... Ah, komm. Hau dir mal so einen aufs Maul. Ja. Ich weiß nicht, das war mir gerade so nach. Ich hab gedacht, warum nicht? Hier ist gefährlich hier, ne? Da ist auch der Verantwortliche für Arbeitssicherheit jetzt nicht wirklich fleißig gewesen. Hm. Sag mal, zählt das jetzt schon als gesichert, alles hier? Ich habe ja einen Banditen verkloppt und zwei solche komischen Suchenden. Ist Torloff jetzt zufrieden? Ich hoffe mal. Oh, wie ist das schön. Hier wird mir so ein bisschen schwindelig. Schwindelig wird's mir. Erstmal Schwert rausholen und Leute verkloppen, das ist mein Motto. Ja. No, baby. Ab in die Höhle. Das ist auch mein Motto. So, wie kommt man da rein? Muss man einen Knopf drücken hier? Oder? Lililü. Und jetzt geht's los. Hi. Und wo ist der Rest von der ganzen Bande? Hier ist ja noch einer. Ha, ha, ha. Guck mal einer an, da ist er. Spaß, oh nein. Und da kommt der Helikopter und er kriegt nochmal einen aufs Maul. Und wer will nochmal, wer hat nochmal nicht? Hier gibt's sogar... Oh, guck mal, Erzbrocken hier. Noch mehr. Da hatte Bennett mir ja gesagt, dass es hier was geben würde. Und er hatte sogar recht. Hey Leute, soll ich mal was zeigen? Warte mal. Nee, macht er nicht mehr. Nee, macht er auch nicht. Doch, warte, wenn ich so mache? Nee. Volume up. Ja, siehste. Volume down. Geil. Und dann hatte ich das mal. Das ist nämlich von meiner Maus, diese Rocket-Maus, die ich mal bei. Wie ist dieses Spiel? Schlag den Freaky. Gewonnen habe. Mhm. Und irgendwann fing es da mitten in der Nacht an. You've just earned a trophy. Und ich. Geschrien hab, der Headset erstmal weggeworfen. Mama. Haben die jetzt hier eingesperrt? Mutti, ich möchte hier raus. Mal gucken, ob Torloff damit jetzt schon zufrieden ist. Ich glaube nicht, aber man kann es ja trotzdem mal versuchen. Ich versuche es mal. Vergiss es. Hey. Geh nicht mehr. Irgendwann wer. Ja, Richterschwein, Galgenbaumeln, bla 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 bla. Aber den haben wir ja noch nicht wirklich dran gekriegt. Eigentlich wollte ich zu Lord André und sagen, dass er ein dreckiger Typ ist, aber nö. Ging ja nicht. Die schwarzen Männer in den Bergen sind von uns gegangen. Du konntest es mit ihnen aufnehmen? Guter Mann. Die Kerle waren mir nicht geheuer. Hätten bestimmt noch eine Menge Ärger gemacht. Ja. Na, kannst du mal drauf wetten. Einige der Söldner sind weg? Silvio hat sich ein paar von den Jungs mitgenommen und ist über den Pass verschwunden. Es wird gemunkelt, dass es dort Drachen geben soll. Als er das gehört hat, war er nicht mehr zu bremsen. Wer weiß, so eine Drachentrophäe bringt auf dem freien Markt sicher eine Menge Gold. Für mich ist das nichts. Ich bin Seemann. Ich gehöre aufs Meer und nicht in einen stickigen Drachenbau. Na gut. Dann hat's das. Apropos Seemann. Ich kenne noch einen Seemann und mit dem sollen wir erstmal reden. Jackie! Captain Jack Sparrow. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich hab gewonnen? Wobei denn? Die Banditen, die in deinem Leuchtturm hausten, sind weg. Ist das wirklich wahr? Endlich kann ich wieder meine Arbeit aufnehmen. Geil. Komm doch mit. Von meinem Turm aus hast du einen unvergleichlichen Ausblick aufs Meer. Das stimmt, das ist sogar ziemlich wichtig. Also Leute, wenn ihr irgendwann es mal hinkriegt, einen unvergleichlichen Ausblick aufs Meer zu genießen, macht es einfach. Das ist wunderschön. Wir sehen uns morgen oder wann auch immer. Macht es gut, Freunde. Tschüss.